Wayne's World. War das New Kids on the Block gerade? Nee. Ja, natürlich. Ja, wirklich? Ja. Was auch noch passen würde, wäre von Bobby Brown. Every little step I take. Ooh, baby, every little step I take. Die 90er kommen zurück, auf jeden Fall. Die waren nie weg. Die waren nie weg. Apropos 90er Jahre, hast du mitgekriegt, dass es bald wieder Crystal Pepsi geben soll? Kennst du das noch? Du meinst Pepsi Crystal? Pepsi Crystal. Ich konnte mir das nie merken, was da zuerst kommt. Aber ich habe es immer gerne getrunken. Ja, ich bin ja, also ich habe ja seit Ewigkeiten keinen Cola und Konsort mehr angerührt, also mir ist das da relativ schnuppe. Also was ich, sage ich mal, von diesen Cola-Nebenprodukten immer gerne mochte, war Vanilla-Cola. Ja, die mag ich auch noch gerne. Ich mag eigentlich viele der Cola-Varianten, also eigentlich alle von Coca-Cola. Da gibt's ja, was gibt's denn da hier in Deutschland? Cherry Coke, Vanilla Coke und Coke Zero. Ach, der ganze Kram. Ja, Coke Zero habe ich tatsächlich vor kurzem das erste Mal getrunken. Und ich muss sagen, so schlecht schmeckt das gar nicht. Aber viel besser als Light. Light mochte ich nie. Und was ich noch nicht probiert habe, war diese grüne Cola. Grüne? Ja, ja. Also nicht mit dem grünen Etikett drauf. Live heißt die. Kann das sein? Cola Live? Die habe ich noch nicht probiert. Boah, wie viele sind das bitte? Das sind alle schön niedermetzeln mit dem Schwert. Naja. Ach, fuck, die Scheiße ist nur, wo bringen die sie hin, wenn sie abheben? Ich hoffe nur, dass die Crystal Pepsi auch in Deutschland rauskommt. Weil ich habe nur erst gehört, dass die in Amerika rauskommen sollen. Ich glaube, das sollte so um August, September passieren, diesen Jahres. Mal gucken. Ob das, erst in einer kleinen Auflage. Deswegen habe ich so meine Zweifel, dass es tatsächlich hier auch in Europa erscheint. Wo ich da so Bock drauf hätte. Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht, ob wir hier jetzt richtig sind. Hier sind wir hier bei dem Kran. Ja, wir sind beim Kran. Aber, was haben wir jetzt gewonnen? Ja, ich habe diese Brücke da runtergelassen in dem Raum. Dann bin ich da drüber gegangen und dann war ich in der obersten Etage jetzt hier von diesem Gebäude da, wo wir mal diesen Pfeiler da weggesprengt haben. Ja, vielleicht sollten wir uns einfach noch ein bisschen mehr umgucken. Kram. Weil hier haben wir ja nichts gewonnen. Also die Sache, das Ziel ist ja auch, die zweite Brücke runterzulassen, aber dazu müssen wir natürlich erstmal den zweiten Wir müssen nach Westen. Genau, richtig. Aber hier ist ja nix. Außer diese komischen Flatterviecher. Ja, mit unserem Schwert machen wir, ich will nicht sagen kurzen Prozess, aber schnelleren Prozess. Man kann auch sagen kurzen Prozess. Sagen wir einfach Prozess. Wir machen Prozess mit den Dingen. Ja, ganz bestimmt. Irgendwo müssen wir lang, aber wo? Ja, die Leit. Ich gehe noch mal kurz wieder zu. Ja, ich würde auch sagen, guck mal, ob wir auf. Ja, wobei, da waren wir doch überall schon mal. Ne, waren wir nicht. Ja, hier ist diese andere Brücke. Wir haben ja jetzt ein Schwert. Gibt es irgendwo eine Stelle, wo wir das Schwert benutzen können, weil wir ein Seil durchschneiden müssen? Das wäre halt noch eine Idee. Haben wir irgendwo ein Seil? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich gehe noch mal kurz wieder zurück. Hier. Was war denn da links? Sackgasse? Gut, okay, hier können wir mal weiter. Ja, wir müssen auf die andere Seite auf jeden Fall. Seite direkt so ein Durchgang sein. Wo wir nicht hinkommen, sondern nur wieder mit. Moment mal. Da ist doch eine Brücke unten. Oh ja,
die auf der anderen... Ah, okay, die eine Hälfte auf der anderen Seite ist nicht unten. Nur die eine Hälfte? Kannst du... Also, ja. Kannst du da das... Ah, okay. Siehst du? Aha. Aber dann kannst du... Guck mal, kannst du... Ah, Moment mal, da hinten. Du kannst, kannst da durchlaufen. Da kannst du einfach um das ganze Gelände rum. Und dann kommen wir auch an die West... Nee, kommen wir nicht. Ach, hier. Ach, das Ding. Ja, ja, okay. Dann kannst du hochklettern und die Brücke runterlassen. Und dann bist du schon auf... Wo? Kannst du an die Wand hochklettern irgendwo. Und musst das Ding... Ah, okay. Musst das irgendwo in der Nähe der, der Wand verschieben. Oder vielleicht sogar hier schon hochklettern. Ja, da geht's auch. Genau, und da musst du ein bisschen da über diese Pfeiler hüppen. Und da oben kann ich das Seil durchschieben. Ja, oder Schalter betätigen, also von beiden. Guck mal, da ist ja schon ein Seil. Deswegen sagte ich ja auch das Seil durchschneiden. Oder beim Versuch sterben. Vielleicht kannst du ja wieder so einen Kunstsprung machen. Einmal hinspringen und während du springst, einmal schnipp. Ja. Zack. Und da war die Brücke nicht dran. Hä, was war das? Ach so, ah. Jetzt haben wir einen Durchgang oder eine Abkürzung, um da in das Fenster reinzukommen. Genau, ne? Genau. Aha, jetzt muss noch ans Seil kommen. Aber das ist jetzt vorhin gesagt mit dem Schalter hier. Oh ja, war da noch was? Irgendwie dachte ich, dass du da noch hochklettern kannst. Ja, meine Illusionen haben mir das auch mal gesagt. So, wie ist jetzt der schnellste Weg hier runter? Natürlich fallen lassen, klar. Ja, okay, wir müssen mal durch das untere Geschoss von diesem Stockwerk hier gehen. Also doch wieder da zu dem Dinges hin. Ich weiß nicht, diese Dings an den Ketten kann die oder nicht runter, ne? Kann ich mir am besten will nicht vorstellen. Ja, da ist auch die Kette geht nicht so weit. Ich glaube, auch von dem Sturz da hätten wir eh nicht viel. Also müssen wir da bei der Couch ins untere Stockwerk gehen. Kannst du mal wieder sehen. Boah, so viel Lauferei. So, dann jetzt wieder weiter. Nein. Das sieht zu herrlich aus, wie man die hinter sich herzieht. Sieht herrlich aus? Ja, lustig. Ach, scheiße, komme ich überhaupt durch das Gebäude durch? Ist da nicht mal irgendwie wie was eingekracht mit diesem Kronleuchter oder so? Mhm. Ja, stimmt. Ah, du musst von da oben runter. Muss wieder hoch. Da können wir auch nicht rüber springen. Nee. Und hier an der Seite. Nee. Können wir uns sagen, wenn sie uns da runterlassen, da irgendwie vorbei haben, ne? Aber oh, dann hast du ja Jordan nicht dabei. Tschüss. Ja, und das geht auch nicht. So, da müsste es einfach eigentlich nur noch geradeaus weitergehen können. Ja, hier ist die Treppe. Ja. Ach nee, ah, okay, da, ich dachte mal, da wäre die Treppe eingestürzt. Ist ja auch. Ja. Ja, ich habe zu wenig Vertrauen in dieses marode Gebäude. Also, nichts wie raus hier. Ich muss es auch nicht nochmal sehen, ehrlich gesagt. Ich hab gerade. Ne, die Seil, das ging da vorne runter. Ah, okay. Hoffentlich kannst du von unten überhaupt dran springen. Ja, will mir die Kamera jetzt nicht zeigen.
genau diesen Scheißwinkel, den du brauchst. Hm. Mir kommt das gerade so umständlich vor. Haben wir jetzt wenigstens... Na gut, okay. Ah, alles klar. Ja, sehr gut. Fantastisch. Und Yoda? Ja, was soll ich denn mit ihr machen? Kann die sich hier lang springen? Nee, eben nicht. Sie könnte auch nicht da hochspringen. Dann muss ich da erst eine Kiste oder so herholen. Oder? Guck mal, kannst du die nicht hochziehen? Probier doch. Auf diese Höhe? Also ich habe ein komisches Gefühl, Yoda da jetzt so lange rumstehen zu lassen. Ja, dann verbringen wir eben 10 Minuten Zeit damit, wie sie das versucht hinzulaufen. Und stellen fest, dass sie nicht hochklettern kann. Ja, ach man, dann könnten wir das jetzt zu zweit spielen. Die kann doch nicht echt da hochspringen, nee, oder? Ich glaube nicht. Nee, schafft sie nicht, schade. Ja, da brauchen wir irgendwie eine Kiste oder so. Ja, brauchst du auch. Ja, das habe ich doch gerade gesagt. Mir fällt es jetzt auch wieder ein, weil ich erinnere mich an meine eigene Aufnahme. Da ist auch noch eine Leiter. Ne? Da ist die Kiste. Du brauchst die Kiste und ich habe die Kiste nämlich gerade auf den Kopf geschmissen, das weiß ich noch. Da hatte ich echt kurz Bammel, dass man Yoda doch irgendwie verletzen kann, dass man Spieler durch verliert. Weil ich habe die einfach auf den Kopf geschmissen von ihr. Ups. Boah. Ach shit, da ist gar keine Kante. Ich dachte, diese Kante wäre da ausgefahren. Da muss ich wohl von der Wand springen. Der Ico der macht... Hat auch eine Eisenhalle. Ja, der macht aber sofort mit, der Junge. Ja, er will nicht springen. Weigert sich da partout nicht zu springen. Oder muss ich mich ins obere Fenster schwingen? Oder war da gar nicht das Seil vor? Probier dich mal ins obere Fenster reinzuschwingen. Das ergibt mehr Sinn. Es kommt mir so vor, als hätte ich diesen Vorschlag eine Sekunde vor dir geäußert. Hast du auch. Ich wollte dich ja nur darin bestätigen. Mach das einfach mal. Oder ne, das Fenster ist... Doch, nee, doch. Ist doch. Doch. So. Einmal drehen. Nicht zu weit. Sehr gut. Fast da runtergelaufen. Was macht die Leiter da? Da kannst du jetzt nicht hochklettern, oder? Das wäre albern. Nee, das war die vorhin, die ich mir von der Treppe angeguckt habe. Kann ich diese Kiste überhaupt aus dem Fenster lassen? Ja, kannst du. Da nicht wieder so eine dumme 2 mm Kante vor, die mich da hindert oder so? Nee. Oh, Yoda ist, hat sie ein bisschen gesund. Nee, die hat sich gerade in der Ecke da gestellt, haben, weil sie pinkeln musste. Und dann kommt Ico. Yoda, komm! Nicht gucken! Ja, die Frage ist, ach ja, stimmt, da oben war eine Tür. Ja. Tür. Also, ich wollte gerade schon sagen, die Frage ist, was machen wir jetzt mit Yoda hier? Rum. Ich frage mich, aus welchem Land Yoda kommt. Es könnte nicht zufällig Jordanien sein, oder? Haben wir denn, ich weiß nicht. Kommt mir total bekannt vor. Ich habe irgendwie den Eindruck, dass wir den Spruch schon mal vorgebracht haben. Oh, hier sind wir ganz in der Nähe von meiner Hassstelle. Ich kann gar nicht... Da
an der Tausendste hast. Ja, ich kann gar nicht abwarten zu sehen, wie du das meistern wirst. Boah, cooler Lichteinfall übrigens. Mit einem Game Over. Meister ich das? Nee, also Game Over geht man an der Stelle nicht. Man haut sich nur ein bisschen den Kopf kaputt, aber man geht nicht Game Over dabei. Sollte ich an diese Kette springen? Ja. Also wir sind auch noch nicht da, wo ich meine. Wir sind aber in der Nähe davon. So, runter wäre schlecht. Boah, wie schön das da aussieht. Und ich glaube, ist nicht diese Stelle auch auf dem Cover drauf? Mit diesen Bogenbögen hier? Kann es sein? Da unten? Ach, ich weiß es gerade nicht. Könnte sein, aber ist auf dem Cover nicht diese Mühle auch noch im Hintergrund? Im Hintergrund, ja. Ach, egal. Jetzt sollte ich wohl die Leiter runtergehen, ja. Ne? Also jetzt müsste ich das selber noch ein bisschen zusammenreimen, welche Reihenfolge man jetzt hier was machen muss. Irgendwo fliegt noch eine Kiste da hinten, die meine ich. Da ist noch eine. Ja. So, die musst du irgendwo hinschieben. Wahrscheinlich da runter. Ach nee. Ja, doch. Du musst Kisten schieben. Wohin? In dem Spiel. Ja, das weiß ich nicht. Ich habe noch nicht alles gesehen, aber ich glaube, also links von Ico ausgesehen, da ist eine, also von hier aus rechts, ist eine Grube. Wahrscheinlich kannst du es falsch damit machen, das Ding reinzuschieben, falls das funktioniert. Ich schau mich erstmal hin. Ja. Kann auch nicht schaden. Das kann auch nicht schaden. Ja. Ah, die brauche ich wahrscheinlich, damit ich hier unten wieder hochklettern kann. Oder? Ja. Oder ich glaube, die brauchst du, um Jorda auf diese Zwischenstufe irgendwie hochziehen zu können. Irgendwie so. Also die Kiste muss auf jeden Fall runter. Sagen wir es mal so, wenn du die runterschubst und du bräuchtest du die hier oben, hättest du ja verloren. Und ich glaube nicht, dass die Spieldesigner das erlauben würden. Also mit anderen Worten, alles was runterfliegt, das kann auch nach unten kommen. Verstehst du die Logik? Ja. What goes up must come down. So ungefähr. Ja. Dann war da dieser ätzende Aufzug. So, und ich glaube, die Kiste... Was machst du mit der Kiste denn hier? Huh. Wo kommen wir denn hier hin? Da. Das ist eine Couch. Was ist die Order jetzt überhaupt eigentlich? Da oben? Ja. Siehst du das? Ja, das ist tatsächlich. Tschüss. Ja, wo bringt uns denn der Fahrstuhl? Jetzt so, nach unten. Voll antiklimatisch. Ja. Bringt der Fahrstuhl uns womöglich zu Jorda? Ah, die Tür ist zu. Ja, zu einer geht. Da ist ein Hebel. Tsching! Der öffnet die Gitter. Und ist Jorda. Ja, da kannst du mit der da runter. Hä? Dann kannst du doch mit der da runter. Ja, ich hatte nur mal umschauen, meine Fräse. Ja, Zoller, halt umschauen. Hallo, die Zeit tickt. Wo tickt die Zeit? Rechts vom Bildschirm. 17, 19, 20, 21. Und ja, ich habe von 17 auf 19 gezählt. Das liegt aber daran, dass irgendwie hier Bildzeitverzögerung und sowas bescheid. Ja. Das ist ja nicht alles. Nicht alles ist vor deinem geistigen Auge 60 Bilder pro Sekunde. Nee. So, jetzt ja. Also wahrscheinlich mit ihr hier hoch. Ja. Ja, kann sie alleine. Puh. Geh doch Schuhe kaufen. So, und jetzt geht man, glaube ich, zu der Couch. Ja, das kann nicht schaden. Und schneide vorher mit meinem Schwert die Stricke hier durch. Es bringt doch alles nichts.